Das Konfliktpotenzial um den Videobeweis greift mehr denn je um sich, Ergebnisse und Spielplan Bundesliga. Neben der Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Schalke 04 hat das Chaos bei der Anwendung des digitalen Schiedsrichterhilfsmittels am ersten Saisonspieltag auch die Aufsteiger von Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Nürnberg auf den Plan gerufen. Besonders Friedhelm Funkel hatte einen dicken Hals. Wenn man schon den Videobeweis zur Hilfe nimmt, dann muss man auf Foul entscheiden und das Tor darf nicht zählen, kommentierte der älteste Coach in dieser Bundesliga-Saison die möglicherweise spielentscheidende Szene bei der 1:2, 1:0 Pleite seiner Düsseldorfer gegen den FC Augsburg. Alles zum 1-Punkt-Spieltag in der Bundesliga am Sonntag ab 11 Uhr im Check24 Doppelpass auf Sport 1 mit den Gästen Friedhelm Funkel, Stefan Effenberg und Reinhold Beckmann. Düsseldorf und Funkel in Rage. Was war passiert? Nach dem 1:1 der Gäste durch Martin Hinteregger, 57, hatte Videoassistent Martin Petersen, Filderstadt, Referee Markus Schmidt, Stuttgart, auf ein vermeintliches Foul von FK-Kapitän Daniel Bayer an Benito Raman hingewiesen, durch das den Gästen in der Vorbereitung zum Ausgleich ein großer Vorteil entstanden war. Schmidt schaute sich die Szene daraufhin noch einmal in der Review Area an, blieb dann aber bei seiner Entscheidung, obwohl auch Fortunas Torschütze Raman, 39, später von einem klaren Foul sprach. Datencenter, die Torjäger der Bundesliga, Anzeige, jetzt das neue Trikot von Fortuna Düsseldorf kaufen und mit dem Code BULI 18% sparen, hier geht es zum Shop. Der Ellenbogen von Bayer war sehr hoch, fast in Ramans Gesicht. Da muss man Freistoß für uns geben, monierte Funkel. Der Aufstiegsrekordtrainer wollte aber nicht nur den Schiri zum Sündenbock abstempeln und erst recht nicht die Fehler für die Auftaktniederlage bei anderen suchen. Bildergalerie Videobeweiswirbel in der Bundesliga, war Einsätze am 1-Punkt-Spieltag 13 Bilder, das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Die beiden Flanken, die zu den Gegentoren geführt haben, dürfen wir nie und nimmer zulassen, kritisierte der Coach schonungslos das Abwehrverhalten seiner Defensive, die bei den beiden Kopfballgegentreffern von Hinteregger, 57, und Rückkehrer André Hahn, 76, komplett geschlafen hatte. Auch 1. FC Nürnberg und Michael Kölder wüten. Beim 1. FC Nürnberg ging man mit dem Videobeweis ebenso hart ins Gericht. Ein Freund der umstrittenen Technik war Michael Kölner Eni. Und nach dem verpatzten Bundesliga-Comeback bilanzierte der Trainer des Clubs: Ich werde auch keiner werden. Gäbe es den Videoassistenten nicht, hätten die Franken ihr erstes Erstligaspiel seit 1568 Tagen vielleicht nicht mit 0:1, 0:1, bei Hertha BSC verloren. Und Kölner wäre wohl auch besser auf die Schiedsrichter zu sprechen gewesen. Ebenso wenig gut auf den Videobeweis zu sprechen ist Clubcoach Michael Kölner. Copyright-Symbol-Imago war er aber nicht. Stattdessen kritisierte er Referee Tobias Welz und die Assistenz in Köln. Denn beim Siegtreffer trat Hertha-Kapitän Vedat Ibišević, 27, seinem Gegenspieler Georg Markreiter auf die Füße. Markreiter fiel hin, Ibišević schoss den Ball ins Tor. Welz sah sich die Szene sogar noch einmal auf dem Bildschirm an, konnte jedoch kein Foul erkennen. Völlig unverständlich für Kölner. Anzeige, jetzt das neue Trikot von Hertha BSC kaufen und mit dem Code BULI 18% sparen, hier geht es zum Shop. Clubcoach fehlt taktische Gespür. Jetzt schaut er sich das 10-mal an und bewertet es trotzdem anders, weil er glaubt, dass es taktisch keinen Einfluss hat. Aber für mich ist das ein taktischer Eingriff, wenn der Abwehrchef zu Boden geht. Das hat einen Einfluss auf den ganzen Abwehrverbund.
Alle Spieler müssen sich dann anders orientieren, sagte der 48-Jährige. Ihm fehle bei den Unparteiischen in solchen Situationen das taktische Gespür. Dass er selbst vom Videobeweis profitierte, konnte Kölner nicht milde stimmen. Nach einem Handspiel im Strafraum von Hertha-Verteidiger Karim Rekik hatte Wels auf Elfmeter entschieden und sich selbst dies durch Ansicht der Videobilder bestätigt. Letztendlich nicht weiter von Bedeutung, weil Michael Ischak den Strafstoß auf die Hände von Hertha-Torwart Rune Jahrstein schoss, 84. Der Schwede jedoch suchte die Schuld für die Niederlage nicht beim Schiedsrichter, sondern bei sich. Ich habe viel nachgedacht. Am Ende, sagte Ischak, lief alles schief. So wie zum Saisonauftakt auch vielfach beim Videobeweis. Lesen Sie auch, Videoirrsinn in Wolfsburg, und Tedesco legt sich mit Schiri an Videobeweiswirbel in München, das lief wirklich falsch.